Ja, ich stehe hier an der Seite, weil ich heute nicht predigen werde, sondern wir haben einen Gast da und ich möchte euch bitten, unseren Gast herzlich zu begrüßen, unsere Gäste. Das sind Heinz und Ute Spindler und Heinz, ich bitte dich mal nach vorne zu kommen. Ich kenne Heinz jetzt schon ein paar Jahre, habe ihn vor ein paar Jahren kennengelernt bei einer Einsatzwoche Summer in the City vom Neuen Land und ja, er war jetzt oder ist jetzt gerade hier in Hannover und da haben wir ihn eingeladen, dass er heute hier das Wort uns weitergibt, das Wort Gottes, und freuen uns, dass er hier ist mit seiner Frau. Und damit ihr ihn jetzt oder die beiden ein bisschen besser kennenlernt, wollte ich noch 2, 3 Fragen kurz stellen, Heinz, wenn ich darf. Okay. Und zwar wollte ich, wo kommst du ursprünglich her und oder ihr und wie bist du zu Jesus gekommen? Also wir kommen ursprünglich, guten Morgen und fast Mahlzeit auf Deutsch, ne? Und wir kommen ursprünglich und leben jetzt auch wieder im Frankenland, also nicht aus Deutschland, sondern aus Franken. Von daher spreche ich auch selten Deutsch, und von daher, aber ich gebe mir Mühe. Meine Frau hat ja gesagt, sprech langsam, dass die Leute auch hören, dass du tatsächlich Hochdeutsch kannst. Okay. Jo. Und da sind wir auch zum Glauben gekommen, meine Frau und ich, vor etlichen Jahren. Ich bin jetzt 56 und mit 24 bin ich zum Glauben an Jesus gekommen. Und ich war 22, wurde eingeladen in zu einem Hausbibelkreis in dem Heimatort meiner Frau. Wir haben ziemlich früh geheiratet. Ich habe Koch gelernt, sie hat Hotelfachfrau gelernt. Ich habe sie kennengelernt auf einer beim Schlittschuhlaufen. Und dann dachte ich, die heirate ich mal. Und dann, ich bin so charmant, konnte sie nicht widerstehen. Sie hat ein kleines Zimmerle gehabt, da bin ich eingezogen und dabei blieb es nicht. Sie ist dann schwanger geworden und dann haben wir geheiratet. Und dann 4 Jahre nach der Hochzeit sind wir beide zum Glauben an Jesus gekommen. Ich war damals Soldat dann. Und bin dann in einem Hausbibelkreis eingeladen worden. Und die Leute waren so penetrant freundlich und haben immer so gegrinst und gelacht und so. Und dann dachte ich, da gehe ich lieber hin. Die laden mich garantiert sonst wieder ein. Da gehe ich lieber mal hin. Ne? Da hast du es hinter dir. Und als ich hin bin an dem Platz, da spüre ich die Gegenwart von etwas, was ich so ab und zu gesucht habe im Leben. Ich merkte, mir fehlt irgendwas, aber ich wusste auch nicht, was es war. Aber ich spürte, da gibt's das. Und ich hörte den Menschen zu, sie sprachen von Jesus, die haben einfach einen Bibelvers gelesen und waren Leute in unserem Alter, haben kleine Kinder gehabt und sprachen dann nach dem Bibelvers über Kindergarten und Schule. Aber die Gummibärchen, die waren anziehend für mich, ich blieb dort. Und ich spürte, Jesus lebt, er ist der einzig wahre Gott und ich bin verloren. Und ich müsste jetzt eigentlich nur Danke Jesus sagen und es würde mein ganzes Leben verändern. Da war ich noch nicht so bereit, weil ich wusste, das wird mein Leben verändern. Und dann habe ich das 2 Jahre weggeschoben, ich bin da nicht mehr hingegangen. Und dann mit 24 bin ich mal in eine Kirche und auf dem Weg nach Hause hörte ich die Stimme, einfach eine Stimme, die mit mir sprach und sagt, du musst dich entscheiden, entweder du lebst mit mir oder ohne mich. Und ich ging heim und ging zu meiner Frau, sagt ihr das, ging ins Wohnzimmer, habe mich hingekniet und sagte, Herr Jesus, wenn das stimmt, was die Menschen über dich sagen und was die Bibel über dich sagt. Ich weiß es nicht, ich lese die Bibel nicht. Aber wenn es alles stimmt, dann bist du Gott und ich lasse dich nicht Gott sein. Und als ich das so sagte, dann plötzlich hatte ich das erste Mal im Herzen Frieden, richtigen Frieden. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben Bibel gelesen. Meine Frau hat so eine kleine Konfirmandenbibel gehabt in unserem Buchregal. Die zog ich raus und las das allererste Mal im Leben Bibel mit 24 Jahren als protestantischer Christ. Ich hätte wenigstens eine ordentliche Beerdigung bekommen. Ne? Also geglaubt habe ich nichts, aber ich hätte sie bekommen. So war auch mein Gedanke. Und plötzlich stellte ich fest, Mensch, Gott spricht ja mit mir. Jo. Und kurze Zeit später ist meine Frau dann zum Glauben gekommen und preist den Herrn. Super, das ist schön, wunderbar. Was ich dich noch fragen wollte, ist, du bist ja später in vollzeitigen Dienst von Jesus berufen worden. Und wo dient ihr oder wie sieht das jetzt im Moment aus? Erzähl einfach mal ein bisschen. Ja.
Also nach der Bundeswehrzeit war ich noch auf einer Bibelschule gewesen. Wir zogen dann nach Nordrhein-Westfalen. Da haben wir ein bisschen Deutsch gelernt, sage ich immer noch. Ich gelernt, dass man nie fragt, sondern immer fragt. In Süddeutschland fragt man immer, ne? Aber hier fragt man halt. So ist es halt. Und ja, in dieser Zeit hat man dann eine Berufung bekommen nach Süddeutschland in so einem Seidenarm, so ein Seidental von Stuttgart. Da war ich dann eine kurze Zeit Prediger gewesen. Und da haben wir damals schon eigentlich mit Migranten gearbeitet, also viele Muslime in Deutschland, und haben dann eine Berufung bekommen zum christlichen Jugendzentrum Bodenseehof, zu den Fackelträgern. Und da lebt man dann 15 Jahre und da war ich Direktor dann von dem christlichen Jugendzentrum Bodenseehof. Und in dieser Zeit haben wir schon Kontakte immer wieder nach Serbien bekommen. Und da hat man dann irgendwann uns gesagt, vielleicht will Jesus uns nochmal weiterführen, raus aus Deutschland, einfach nochmal in ein anderes Land, um das Evangelium einfach nochmal ganz anders auch zu erleben. Und dann lebten wir 4 Jahre in Serbien, in Belgrad, und haben da mit serbischen Serben haben wir Gemeindebau geholfen, mit Roma-Serben haben wir Gemeindebau geholfen, mit Drogenabhängigen und mit Obdachlosen, und verschiedenste Projekte durften wir leiten. Und dann sind wir nach Deutschland zurückgekommen nach 4 Jahren und dann von Deutschland aus nochmal nach Österreich für 2,5 Jahre, knapp 3 Jahre zum Tauernhof von den Fackelträgern. Und in dieser Phase letztes Jahr hat man dann einen Anruf bekommen von einem Mann, der heißt Yasir Erik, der kam ursprünglich aus Sudan, war Muslime, kam zum Glauben an Jesus und betreut jetzt weltweit junge Konvertiten, die aus dem Islam zum Glauben an Jesus finden. Und auf dem Balkan im Augenblick kommen einige zum Glauben an Jesus, und er sagte, Mensch, mir hat damals im Sudan, haben mir Fackelträger geholfen, einfach nur Jesus lieb zu gewinnen. Und vielleicht finden wir Fackelträger, die uns helfen auf dem Balkan, und sie hörten unseren Namen, haben uns angerufen. Und wir sagten, ja, das hört sich gut an, aber das können wir eigentlich in unserem Projekt jetzt nicht machen, und legten auf den Hörer. Und dann haben wir miteinander geredet, meine Frau und ich, und sagten, das Beste wäre eigentlich, wenn mich einfach ein Geschäftsmann aus Deutschland anstellen würde und sagt, ich gebe dir Geld und ein Auto und dann mach, was Gott auch immer will von deinem Leben. Und das haben wir eigentlich nur so witzigerweise gesagt, ne? Und 14 Tage später rief uns ein Geschäftsmann an und sagte, hey Heinz, wir beten schon so lange für dich und deine Frau, wir würden dich gern bei uns in der Firma anstellen. Also ich habe echt auch einen offiziellen Titel in der Firma, und wir würden dich gerne anstellen und dich freistellen, so oft wie Gott dich wirklich führen möchte, und mach, was Gott dir euch aufs Herz legt, und das machen wir jetzt. Ja, so ist es. Tja. Okay, das ist wunderbar. Ja, und deswegen seid ihr jetzt auch hier. Ja, schön. Jetzt vielleicht als letzte Frage nochmal so einen kleinen Blick in dein Herz. Was liegt dir im Moment sehr stark auf dem Herzen? Was begeistert dich? Was bewegt dich? Jetzt, das Lied, was man, das vorletzte Lied, One Thing I Ask and I Would Seek to See Your Beauty, das hat sich gut so, ich denke, dieses wirklich, das ist im Augenblick so in meinem Herzen tief drin, so mehr. Einfach wirklich, hört sich vielleicht für manche Ohren komisch an, aber für mich echt im Herzen diese tiefe Sehnsucht, Jesus tiefer kennenzulernen. Ich weiß, irgendwas hat Jesus mit meinem Leben noch, und er will mich auch tiefer führen und will mehr, ja, er will mir die Augen mehr öffnen für ihn, für irgendwas. Ich weiß es nicht was, aber das ist so die tiefe Sehnsucht, ja. Und es ist so, bewegt mich halt gerade. Wunderbar, Heinz. Dann wünschen wir dir Gottes Segen jetzt zur Verkündigung seines Wortes. Alright. So, meine Frau schaut schon auf die Uhr. Haben wir ausgemacht, okay. Ich schaue auch dann gar nicht mehr hin. Ich schaue sie nur noch einmal an und dann... Ja, super. Also das bewegt mich tatsächlich so. Und deswegen möchte ich mich auch mehr und mehr wieder mit Jesus auseinandersetzen. Ich möchte mehr die Evangelien wieder studieren, das Leben von Jesus. Weil ich glaube, letztendlich die Evangelien, die werden dann die Apostel später, die Briefe schrieben, die schrieben nichts Neues. Die haben nur geschrieben in meiner
in meiner Auffassung, die haben letztendlich nur das Komprimierte, was wir in den Evangelien lesen, dann in Christus dann entfaltet und haben es dann dargelegt, den Gemeinden, die selbst auch nichts wussten, groß anzufangen, letztendlich mit dem Evangelium, außer wenn ein Mensch tatsächlich von dem, der das Evangelium ist, Christus, Jesus Christus, tatsächlich bewegt wird. Ein neues Leben hat. Also wie es Jesus selbst mal sagt, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, wenn du nicht von oben geboren wirst, Nikodemus, das steht mal in Johannes Evangelium Kapitel 3, so wirst du nicht ins Reich Gottes kommen. Du hast keinen Anteil am Reich Gottes. Du denkst zwar, du lebst fürs Reich Gottes, du kämpfst fürs Reich Gottes, du glaubst fürs Reich Gottes, aber das Reich Gottes hat keinen Einfluss auf dein Herz. Du findest nie den Frieden Gottes. Und das ist manchmal was so Schades. Auch dieses Lied eben, One Thing I Ask and I Would Seek to See Your Beauty. Ich glaube, das können viele Menschen auf den Straßen Deutschlands singen, ohne eigentlich zu sagen, ich suche irgendetwas. Irgendetwas suche ich. Und ich weiß nicht, was es ist. Und dann plötzlich darf ich das kennenlernen in Christus und Menschen sagen, das, genau das war's was. Und die Woche sagte auch jemand, Mensch, wenn ich immer gewusst hätte, dass es so einfach ist. Aber es ist einfach und doch nicht einfach. Das ist einfach letztendlich, wenn ich die Evangelium lese, ist es nichts Kompliziertes im Evangelium, gar nichts. Es steht alles einfach so plain dort, wie der Herr Jesus eben das gesagt hat. Und es wird doch nicht einfach, weil das Herz nicht angerührt ist vom Geist Gottes und das wird dann immer nur eine Plage und viele Menschen plagen sich dann ab und versuchen es auch mal eine gewisse Zeit und bleiben auch dran. Und die Woche eben hatte ich dann mit einer Person ein Gespräch und sagte, mir fällt auf, dass du immer wieder darüber betest, ach Herr Jesus, du siehst, wie es in mir aussieht und das Durcheinander und. Und ich sagte dann der Person, Worte haben Macht. Und wenn ich mir das immer vorhalte, wisst ihr, was da alles los ist da drin, dann sage ich mir das immer wieder und es wird nie weichen. Aber wir müssen mal in Jesus zu dem Punkt kommen und sagen, es ist so, es ist, wie es ist. Der Schwabe sagt, es ist, wie es ist. Ne? Also tatsächlich, es gibt Menschen, die sprechen so, ne? Aber wir nicht, keine Panik. Aber das Leben ist, wie es ist. Aber sei doch einfach nur der Mensch, der du wirklich bist und gib dich so in die Hand des lebendigen Gottes, um letztendlich der Mensch zu werden, der du wirklich sein sollst. Versuch dich nicht selbst irgendwie da hinein zu manipulieren in eine Welt und es wird immer nur ein Kampf und Krampf. Und irgendwann dann, wenn ich es wirklich im Herzen habe, dann ist es doch auch mal toll, wenn ich mal sagen darf, Herr Jesus, es ist tatsächlich, wie es ist, aber du bist eben auch, wie du bist. Und du bist der Sieger. Und du regierst. Du bist der König, Christus. Schau dir, Lieben, wir singen so tolle Lieder, tiefe Lieder. Und manches Mal, wir singen, du bist der König und wir sind Königskinder und dann gehe ich wieder raus wie ein Bettler und wie ein Obdachloser. Und das ist so schade oftmals. Also Worte haben auch Macht. Ich glaube auch, dass der Geist Gottes selbst unser Vokabular umändern möchte. Das glaube ich auch. Weil Umkehr bedeutet ja auch, dieses Wort bedeutet ja auch, ein neues Denken zu bekommen, neu denken zu lernen, das kann ich gar nicht. Ja? Und es gibt eben Menschen, die wollen ihr Leben lang so bleiben, seltsam. Wir haben ja in Österreich gelebt und an einem Skisport- oder Bergsportzentrum und selbst ich durfte Skikurs erteilen, unglaublich und tatsächlich unglaublich, aber Gott kann alles. Und ich vergesse es nicht, da war ein junger Ski-Instructor, so heißt es bei uns, ne? Ganz modern deutsch, und der sagte, du glaubst es nicht, aber wir hatten eine Frau, die kommt schon so und so viele Jahre zu den Freizeiten und die schrubbt immer noch den Berg runter. Bei den Kindern sagt man Pizza, ne? so Pizza fahren, so. Und er sagt, ich habe der Frau gesagt, wir können wirklich was Neues lernen. Und da sagt die Frau zu mir, ich fahre mein ganzes Leben lang schon so.
und ich werde weiterhin so fahren. Und der junge Kerl, der war völlig erschüttert. Der hat gedacht, er hat die schlimmste Sünde des Lebens begangen, ja, weil er einfach einem Menschen helfen wollte, dass Skifahren wirklich Freude machen kann. Das ging mir nämlich auch so. Es war für mich immer eine Plage. Es war schlimm. Oh, war das schlimm. Bis ich das lernen durfte. Aber ich musste erstmal Dinge auch verlernen. Und das möchte mir Jesus anbieten. Und da einzutauchen. Schaut, Jesus ist ja das Ja Gottes zu unserem Leben, das Ja Gottes zu dieser Welt, nicht das Nein Gottes zu dieser Welt und das Nein Gottes zu unserem Leben, sondern das Ja Gottes. Das Ja, ich sage Ja, Ja sage ich zu dir. Und er möchte uns auch in so ein Ja hineinführen. Es ist eine Welt, die das gar nicht mehr kennt, so klare An- und Aussagen. Und jetzt leben wir im Bundestagswahlkampf und es merkt mir dann manchmal, wie gesagt, ich gucke diese ganzen Litaneien, gucke ich gar nicht an, weil ich denke, der hältst du ja gar nicht aus. Also wie kann so eine Person sich noch selbst im Spiegel anschauen und sagen, war ich das wirklich, der das gesagt hat? Gell? Also unglaublich. Aber da kann sich keiner wirklich festlegen. Sagen Sie doch mal Ja jetzt. Ja. Das Wort habe ich nicht gelernt in der Schule. Ne? Ja, habe ich gelernt. Das war's. Komisch. Und so, das ist dann, das zieht sich aber ein bisschen durchs Leben. Und manches Mal zieht sich tatsächlich dann auch rein in mein Leben, weil ich in dieser Welt lebe. Und dann wird aus dem Ja oder Nein, das wird nicht mehr ein Jein, sondern nur ein Irgendwas muss ich jetzt sagen, ne? Und wenn es nur so ein Knacklaut ist. Also ihr versteht es. Und Gott ist aber nicht so. Christus ist das Ja. Und deswegen habe ich mal so drüber über den Text jetzt geschrieben, den ich euch vorlesen werde. Alles, was zählt, ein klares Ja. Das ist alles, was zählt. Und in Matthäus Kapitel 17, ab Vers 22 lesen wir, als sie nun ihren Weg durch Galiläa nahmen, sprach Jesus zu ihnen, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden und sie werden ihn töten und am dritten Tag wird er auferweckt werden und sie wurden sehr betrübt. Als sie aber nach Kapernaum kamen, traten die Einnehmer der Tempelsteuer zu Petrus und sprachen, zahlt euer Meister nicht auch die 2 Drachmen? Er antwortete, doch. Und als er ins Haus trat, kam ihm Jesus zuvor und sprach, was meinst du, Simon? Von wem nehmen die Könige der Erde den Zoll oder die Steuer? Von ihren Söhnen oder von den Fremden? Und Petrus sprach zu ihm, von den Fremden. Da sprach Jesus zu ihm, so sind also die Söhne frei. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh hin an den See, wirf die Angel aus und nimm den ersten Fisch, den du herausziehst. Und wenn du sein Maul öffnest, wirst du einen Starter finden, denn den nimm und gib ihn für mich und dich. Also aus Matthäus Kapitel 17, Verse 22 bis 27. So eine kleine Side Note, der Herr Jesus, der spricht es an, was klar war damals. Er sagt, schau, die Könige und die Söhne der Könige, die bezahlen nichts, die lassen sich alle bezahlen. Ja, und das habt ihr, letztendlich könnte man sagen, das habt ihr auch davon, dass ihr euch einen König habt wählen lassen. Eigentlich wollte ja Gott euer König sein. Und die nehmen euch aus. Das ist ganz klar. Aber Jesus geht ja weiter. Letztendlich ist er der König und der Tempel praktisch, bildlich gesprochen, dieses Sitz des Königs in Jerusalem. Und der König und die Söhne des Königs, die haben es nicht nötig, etwas zu bezahlen. Und Jesus hätte jetzt mal sagen können, hey, pass auf, Petrus, jetzt lass uns mal richtig rauchen in Jerusalem, was ihr schon immer mal wolltet, ne? Jetzt lass uns mal richtig krachen. Und jetzt bezahlen wir da gar nichts und gehen jetzt mal auf die Barrikaden und erzählen denen mal alle mal, wer ich eigentlich wirklich bin. Das haben auch so manche erwartet. Die Donnersöhne, die mit Jesus unterwegs waren, die haben gesagt, boah, klasse, ne? Jetzt ist die große Chance. Jetzt Feuer.
Und dann werden alle Feinde verbrannt und dann stehen wir alle da. Jetzt lassen wir es richtig rauchen hier mal in Jerusalem, Jesus. Und was macht Jesus? Sagt zu Petrus, nee, passt schon. Ist ja voll okay. Und der Petrus, der wusste auch schon, das passt schon. Das ist so, er sagt, oh, mein Chef, der ist immer der Gleiche. Ne? Der bezahlt es bestimmt. Ja. Und deswegen sagte Petrus auch so deutlich, doch, der bezahlt es schon. So wie ich den kenne, bezahlt er es auch noch. Ne? Also, der wird für uns alle bezahlen. Und dann kommt dieser Punkt, den Jesus macht. Und ich habe da einfach mal so klassisch drei Punkte. Gell? Ich habe das heute Morgen schon mal gesagt, ich wiederhole mich. Nicht von der Zeit her, sondern einfach nur von den Punkten. Die Bibel ist in den drei Punkten geschrieben. Keiner der Apostel hat irgendwie eine klassische Predigt in drei Punkten abgehandelt, sondern ist einfach gesprochen worden. Aber hier mal einfach drei Punkte. Ich habe gedacht, so Jesu klares Ja zu seiner Mission, Jesu klares Ja zum Gesetz und Jesu klares Ja zu dir. Und dieser Punkt, Jesu klares Ja zu seiner Mission, zweimal wird eine deutliche Ansage gemacht von Jesus, worum es bei ihm eigentlich wirklich geht. Und es ist tatsächlich ein klares Ja, wie dieses Doch, das der Petrus benutzt, das nutzt Petrus eigentlich aus den Gedanken heraus, den Jesus schon von Anfang an sagt. Er erklärt ihnen wieder, worum es eigentlich bei ihm wirklich geht. Er geht nach Jerusalem, um am Kreuz zu sterben. Das war alles. Das war der ganze Sinn. Und letztendlich durch seinen Tod tatsächlich die Möglichkeit zu schaffen, dass Menschen einen freien Zugang zum lebendigen Gott haben. Und letztendlich, wie wir sehen werden, nicht gegen das Gesetz oder fürs Gesetz kämpfen müssen, sondern frei sind, indem sie merken, Mensch, in Christus ist das Gesetz Gottes erfüllt. Und ich muss nicht gegen das Gesetz leben, das machen manche auch, die wollen so ganz, ganz frei sein. Gell? Wir müssen gar nichts mehr halten, was in der Bibel steht. Jesus hat uns völlig frei gemacht und dann sind wir wie so ein Satellit, der die Kontrolle verloren hat und irgendwann abstürzt. Oder die anderen, die immer auf Kurs, mit aller Gewalt auf Kurs. Und das sind dann auch manches Mal die Menschen, von denen man sagt, das sehe ich nicht, the beauty of God und die Herrlichkeit Gottes. Auch das Schöne, das Milde und die Güte Gottes auch, die mich aufrichtet. Und der Herr Jesus, der sagt letztendlich, ich muss. Und in Matthäus Kapitel 16 spricht Jesus in Vers 21 und von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Das Neue Testament kennt so, ich nenne es mal so ein göttliches Muss. Wie zum Beispiel in Johannes Evangelium Kapitel 4, da steht einmal, dass der Herr Jesus auf dem Weg nach Jerusalem durch Samaria musste. Der musste nicht durch Samaria. Kein frommer Jude musste jemals durch Samaria. Alle sind um Samaria herumgelaufen. Somit bedeutet dieses Wort müssen, ist wirklich eine göttliche Dringlichkeit. Wie Jesus vor einem Baum steht und sagt, hey, Zachäus, komm herunter, ich muss heute bei dir Einkehr halten. Ich muss heute echt bei dir Mittagessen. Du wusstest es noch nicht, deswegen hast du auch nichts vorbereitet, aber du brauchst auch nichts vorbereiten. Ja, weil ich bin heute bei dir. Komm herunter. Und da ging es nicht ums Mittagessen. Da ging es um Lebensveränderung. Und wenn ich in dein Haus Einzug halten muss, dann ist es nicht einfach nur in diese Räumlichkeit, sondern ich muss in deinem Haus, in deinem Herzen muss ich Einzug halten, weil sonst bleibst du der gleiche gierige Wicht, der du bist. Du bist zwar ein bisschen religiös, das ist schon gut, eine Bombensache, Zachäus. Du bist so ein richtiger Worshipper vor Gott.
aber du bist immer noch genauso gierig. Verändert sich nichts. Und jedes Mal wieder versprichst du Gott, aber heute wird sich was verändern. Und Jesus sagt, ja, heute wird sich was verändern. Weil heute muss ich, der lebendige Gott, bei dir Einzug halten, in deinem Herzen. Göttliches Muss, von dem spricht Jesus. Dieses Wort bedeutet tatsächlich, dass Jesus so ein erwartungsvolles, so ein freudiges darauf zugehen hat. Der ist absolut zielgerichtet dem Kreuz entgegengelaufen. Warum? Einfach nur aus Liebe. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzig geborenen Sohn gab, auf dass alle, die ihm vertrauen, die an ihn glauben, ewiges Leben haben, nicht sich erwerben müssten irgendwie, sondern haben. Und das ist eben auch ausschließlich, es schließt eben die aus, die nicht Jesus vertrauen wollen, die weiter ihre Selbstgerechtigkeit und ihren Selbstwurschteln und hinbekommen vertrauen. Die schließt es aus. Aber es schließt alle diejenigen ein, die sagen, Herr Jesus, ich will lernen, dir zu vertrauen. Und das kann ich nur, wenn der Geist Gottes mich wirklich anrührt. Dann bin ich ein Mensch, der das will. Ich will das plötzlich. Ich will das, was ich nie wollte. Ich will, was Gott will. Und zwar, Gott will, dass ich lerne, seinem Sohn zu vertrauen. Seinem Opfer zu vertrauen. Seinem Blut zu vertrauen. Seinen Tod und seine Auferstehung zu vertrauen. Und wie es ein großer Mann mal sagte, der Kirchengeschichte, der dann zum Ausdruck brachte, es muss ja alles gut werden, weil Jesus auferstanden ist. Deswegen muss alles gut werden, auch in meinem Leben. Mit anderen Worten, der Mann sagte, wenn diese Auferstehungskraft in mir lebt, dann muss alles gut werden. Es muss, und es war ein Mensch, der das schrieb, der hat unglaublich gekämpft gegen sich selbst und gegen alles, was um ihn herum war, aber letztendlich zu dieser Überzeugung fand, es muss, weil der Auferstandene in mir lebt durch seinen Heiligen Geist. Und weil er alles gut gemacht hat am Kreuz von Golgatha, alles gut gemacht vor Gott, seinem Vater. Und ich darf leben. Und das ist das Zielgerichtete von Jesus. Deswegen ist Gott Mensch geworden. Und der Philipperbrief, er wird uns sagen in Kapitel 2, ab Vers 5, da steht mal ein tolles Wort, extrem herausfordernd. So toll finde ich es auch nicht immer, ne? Weil es so extrem herausfordernd ist, dieses Wort. Und da steht, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Ganz einfach. Ganz einfach. Wie war er denn gesinnt, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein? Und wie oftmals halte ich wie ein Raub fest meinen Stolz und meinen Ehrgeiz und Ärger und was weiß ich alles. Und es bin noch ich. Und es ist mein Recht und es bin ich. Und es sagt Jesus, es stimmt schon, es bist wirklich du, stimmt. Das stimmt. Also würde ich dir tipptopp, dass du gut erkannt, ne? Und wenn du jetzt noch erkennst, dass ich ganz, ganz anders bin und ich dich in das andere Leben verändere, dein Herz, dann hast du extrem viel erkannt im Leben. Und dann wird dein Leben freudig, weil du wirst freudig über die Gnade Gottes. Und dann sagt der Apostel Paulus weiter, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Jesus, der seine Mission erfüllt, seine Mission, wie es
in 2. Korintherbrief Kapitel 5 mal zum Ausdruck kommt. Der Apostel Paulus schreibt, wenn jemand in Jesus ist, so ist er eine neue Kreatur. Das alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnte durch Christus. Das ist die Mission von Jesus, ihr Lieben. Nicht, dass wir auf Selbstversöhnungswegen wären. Nee. Sondern er hat uns mit sich selbst versöhnt durch Christus. Durch den, der von keiner Sünde wusste. Und hat ihn zum Sünde gemacht, damit wir zur Gerechtigkeit würden, die vor Gott zählt. Nicht selbstgerechte Menschen. Sondern zur Gerechtigkeit. Und dieses Wort ist ein Beziehungswort in der Bibel. Dass eine Beziehung hergestellt ist mit dem lieben Vater im Himmel. Und daraus dann auch das hervorkommt, dass sich Jesus auch seine Mission ist, sich Zeugen zu berufen, wie er dann sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein, ihr werdet, was ich, ja auch du, bless you, und auch du, ihr werdet meine Zeugen sein, ihr werdet. Könnt ihr euch nicht vorstellen, müsst ihr euch auch nicht vorstellen, weil hier geht es nicht um einfach Vorstellung und Fantasie, nee. Hier geht es um Gottes Realität. Was geschieht, wenn der Geist Gottes in dein Leben kommt? Und dann seid ihr dazu berufen und ausgestattet, the beauty of God zu reflektieren in dieser Welt. Weil Christus durch seinen Geist in euch lebt und dafür habe ich euch berufen. Und ich habe euch berufen auch dazu, diese Mission, dass ihr hingeht in alle Welt und nicht Menschen zu Christen macht. Ich spreche manchmal gern von Christen und Christusmenschen. Sind zu viele, sind zu Christen gemacht worden. Und dann versucht man mit Gesetz oder mit Legalität das irgendwie zu vereinen, die ganze Sache, gell? Die einen können es nicht, dann sagen wir, naja, ist alles in Ordnung. Ich habe meiner Frau heute Morgen gesagt, mir kommt es bei den Christen manchmal vor wie in der Regierung. Wir werden mit Gras nicht fertig, ne? Also nicht mit Unkraut, sondern ihr versteht es, ne? Mit Hasch und Marihuana, dann legalisieren wir es einfach. Ganz einfach. Das ist eine Bombensache. Sollte eigentlich jeder mal, so super. Dass jeder Mediziner sagt, also Leute, ich glaube, ihr wisst jetzt nicht, was ihr da macht. Ne? Spielt keine Rolle. Und so kommt es mir manchmal vor, wir merken, wir werden nicht fertig mit uns selbst, dann legalisieren wir einfach alles. Spielt doch keine Rolle. Die anderen sagen, du musst aufhören zu rauchen, du musst aufhören zu rauchen. Und der Person wird sagen, ich würde gerne, aber ich weiß nicht wie. Du musst einfach nur, das wird schon. Ein paar Pflästerle draufgepappt oder irgendwas. Das wird schon. Eine transzendentale Meditation und muss sich in sich selbst versenken. Und das wird schon. Und da gibt es genug Kurse, da kannst du dafür bezahlen und alles, wo man Geld dafür gibt, das möchten wir eigentlich dann auch gerne machen. Ne? Das haut schon hin. Und so ist ein bisschen manchmal, aber das Leben auch in Jesus leben, denken dann manche Leute. Aber hier, das spricht von Freiheit. Und Jesus sagt, dass ihr ihnen lehrt, alles, was ich euch aufgetragen habe, zu halten. Was ich euch aufgetragen habe. Nicht, was irgendwer euch aufgetragen hat, sondern ich. Und deswegen ist es so wichtig für uns wieder, ihr Lieben, für die Christusmenschen auf Christus zu hören. Und manchmal müssen wir es wieder lernen und sagen, Herr Jesus, führ uns wirklich wieder zurück zu dir, Christus, zu deinem Wort. Was hast denn du zu sagen zu diesem Leben, dass mir das in dieser Welt deutlich wird, dass es klare Ziele und eine Klarheit gibt in diesem Leben. Und aus dem heraus kommt auch Jesu klares Ja zum Gesetz, weil Jesus selbst die Tora ist. Jesus selbst ist das, von dem Johannes später schreiben wird, das Wort wurde Fleisch und es wohnte unter uns. Er ist die Erfüllung des Gesetzes Gottes. Er ist das Gesetz Gottes Christus, wisst ihr? Deswegen kann ich auch sagen, wenn ein Mensch in Jesus neues Leben hat, der wird nicht gegen das Gesetz Gottes leben wollen. Der wird es nicht immer erfüllen, aber er weiß auch, in Christus ist es erfüllt. Und er weiß auch, das Beste, was mir geschehen kann, ist, wenn mein Leben unter der Führung des guten und des weisen Gesetzes Gottes einfach steht.
Und das ist eben das Leben von Christus. Wenn mein Leben unter der Führung von Christus steht, kann mir nichts Besseres passieren. Und dann kann auch dieser Welt nichts Besseres passieren, als dass ich solche Menschen treffen darf, Christusmenschen. Und deswegen sagt der Jesus auch, ich kam nicht, um das Gesetz wegzuwischen, auszulöschen, sondern ich kam, um es zu erfüllen. Zu erfüllen. Dafür kam ich. Ich bin nicht dagegen, sondern ich bin das Gesetz. Und deswegen, die Tora, die ist nicht Nonsens. Die Tora, sagte mal jemand, die schreit förmlich danach, dass irgendwer irgendwann kommt, um das zu erfüllen. Und dann schreibt der Apostel Paulus so ein wunderbares Wort im Galaterbrief und sagt in Kapitel 4, Vers 4, aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Und weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater, lieber Vater. Und ich habe das auch mal jemandem gesagt, schaut, dieses Wort Papa, ihr kennt es auch im Gebet, das heißt ja eigentlich das Aber. Und manche benutzen dieses Wort inflationär, weil man es eben jetzt gerade macht. Das ist gerade so hip für manche. Dann sagen wir eben Papa zu Gott, ne? Weil das soll man ja. Aber was nützt dir das, wenn du Papa sagst, aber du hast nicht das Vertrauen von einem Kind zu seinem Papa? Papa wird nicht mehr dein Papa bloß, weil du Papa sagst. Amen. Wisst ihr? Das ist so, Leute. Dann, das sagst, weil es in deinem Herzen ist. Sag's, weil es in deinem Herzen ist. Aber sag es nicht, wenn es nicht in deinem Herzen ist. Dann ist es wieder einfach nur so ein inflationäres Wort. Es hört sich hip an, das ist cool drauf, das Ding. Voll stabil, ne? Dass ich das sag. Und dann passt es. Sinnlos. Weil der wird nicht mehr Papa. Wenn jetzt so ein kleines Kind hier hereinkäme und mich immer anschaut und Papa, Papa, Papa sagt, das wird nie mein Kind. Ja. Also ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass ich keine Kinder hier habe in Hannover. Ne? Aber ihr versteht es. Ja? Es wird nicht. Ich kann sagen, ich kaufe dann Eis, aber deswegen bin ich trotzdem dann ein Papa. Und nenn mich auch nicht lieber Onkel, ne? Sondern wie ihr versteht es, das wird nicht. Das ist eine Lebensbeziehung, die kommt aus der Beziehung von Christus heraus. Dann ist es im Herzen. Und dann darf ich sagen, lieber Papa, du weißt schon. Und das schlägt sich aber auch nieder in meiner Gestik und Mimik und Lebensführung dann, wenn ich wirklich einen lieben Papa habe, wisst ihr? Manche sagen, lieber Papa zum lebendigen Gott, aber die leben, wenn es ihn gar nicht gäbe. Nur Sorgen und ein Durcheinander und oh, wie soll das alles noch werden, ne? Lieber Papa, wie soll das alles noch werden, ne? Und das hilft mir manchmal, das zu verstehen. Und Jesus ist das klare Ja zum Gesetz und er letztendlich ist es, der uns dieses Vertrauen ins Herz legt und final dann auch, wisst ihr, sind Jesus Menschen nicht so System- und Politikrevolutionäre. Wir sind Träger einer revolutionierten, völlig umgekehrten neuen Herzens. Das sind Jesus-Menschen. Wir sind keine Politik-Revolutionäre und System-Revolutionäre, sondern Träger des Systems Gottes in unserem Herzen. Durch die Versöhnung mit Gott, ein neues Herz, das wirklich Gutes tut, weil es nicht anders kann, weil Gott gut ist. Er will das. Und plötzlich habe ich ein Herz, das will, was Gott will. Hey, was willst denn du? Was ist denn da los? Das ist das überraschend Neue. Und das merkt auch der Petrus und sagt, ey, jetzt bezahlen wir auch noch die Steuer. Wo kommen da noch hin? Ne? Plötzlich gibt es Leute, die bezahlen tatsächlich gerne ihre Steuern. Weil sie sagen, ja, das ist halt so. Ne? Und das Spannende an Jesus ist ja auch, und an der Bibel, vieles wird uns nie erklärt, ihr Lieben. Nie. Der Herr Jesus erklärt hier gar nichts. Er erfüllt alles. Er erfüllt alles. Er erklärt hier nichts. Er erfüllt es einfach.
Und die Herausforderung für Petrus war, sich da drauf zu stellen dann und sagen, ja klar, doch, der wird es bezahlen. Wie ich den kenne, der würde es auch noch bezahlen. Ich habe den schon so zu Genüge kennengelernt. Und das ist das Wesen von Jesus, dass wir uns einlädt, unter ihm zu bleiben, damit wir nicht unnütz Stolpersteine fürs Evangelium werden, ihr Lieben. Und wie viele Jesus-Menschen sind Stolpersteine fürs Evangelium? Statt an Stolperstein hin zum Evangelium, ich nenne mal so dieses Wort, hin in die Arme Gottes gestolpert, ist es eher dann manches Mal weg gestolpert. Menschen, die einfach nur dafür erkannt werden, dass sie Menschen sind, die wirklich von der Torheit, von der Dummheit des Kreuzes sprechen. Die sagen, das tut so gut, dass Jesus für mich ans Kreuz ging und seine Liebe geoffenbart hat. Es tut so gut, dass er mich mit seinem Blut versöhnt hat, mit dem Vater im Himmel. Es tut so gut. Menschen, die erkannt werden davon, dass sie leben, es ist nur in einem einzigen Namen Rettung für mein Herz, für mein ganzes Wesen, für das, was in meiner ganzen Welt ist. Und der in dieser Name heißt Jesus. Jesus. Und nicht der tätowierte Fußballer, sondern der Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und der auferstanden ist am dritten Tage und der lebt und der regiert und der wiederkommen wird und in Macht und in Herrlichkeit und bis er wiederkommt, unsere Welt hat als Jesus-Menschen, bewohnt vom Heiligen Geist in dieser Welt, Menschen zu sein, die seine Schönheit widerspiegeln. Und das Vertrauen auf seine Liebe, auf seine Gerechtigkeit widerspiegeln. Das Vertrauen auf den himmlischen Vater. Mein Vater hört, mein Vater weiß und mein Vater handelt. Ich muss nicht gegen die Systeme dieser Welt angehen, sondern ich darf für das System Gottes in dieser Welt stehen, fürs Reich Gottes. Und leider, das habe ich heute Morgen auch schon mal gesagt, waren es zu viele, die im Dritten Reich, statt fürs Reich Gottes einzustehen, sich eher einhaben, binden lassen für das Reich im Dritten Reich. Das stimmt schon. Ja? Aus einem falsch verstandenen Ding heraus, was weiß ich auch immer. Aber ich glaube jetzt persönlich nicht, dass Jesus für Konzentrationslager war. Das glaube ich nicht. Aber es gab zu viele, die sich Jesus Menschen nannten und bestimmt auch waren, aber die sich nicht haben benutzen lassen von Jesus, auch den Mund aufzumachen, weil sie wussten, das hat auch Konsequenzen, wenn wir fürs Kreuz den Mund öffnen, ihr Lieben. Und Jesus sagt seinen Jüngern, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Also ihr werdet in eine Welt gesandt, die sagt, boah, klasse, hey, wir wetzen schon mal die Messer, ne? Boah, da kommt ein tolles Mittagessen. Und es wird man euch ansehen, wir würden es erkennen, dass ihr meine Schafe seid. Und er sagt, Leute, seid ohne falsch wie die Tauben und klug wie die Schlangen. Also ihr könnt selbst noch vom Teufel was lernen. Man kann von jedem was lernen. Von jedem. Prüfet alles, das Gute aber behaltet. Ich muss nicht das Böse lernen, das steckt schon selber da drin. Das Gute. Zu bewegen auch in dieser Welt, zu argumentieren auch richtig in dieser Welt, kann ich lernen. Und deswegen, der einzige Stolperstein soll es sein, wenn mein Leben geprägt ist von dem, der am Kreuz von Golgatha für die Schuld der ganzen Welt gestorben ist und der die Macht besitzt, Herzen zu verändern von Grund auf und alles neu zu machen. Alles neu zu machen. Und Jesus kann das. Der kann das. Und deswegen kann Jesus auch getrost zum Petrus sagen, und das ist dieses letzte, ein klares Ja zu dir. Petrus, geh hin und wirf die Angel aus und zieh den Fisch raus und da steckt dann das Geld drin. Klasse. Ja, können wir vielleicht ein bisschen einfacher haben, Jesus? Ne? Ich meine, das ist eine Bombensache. Jetzt gehe ich da runter zum Angeln und die Leute werden mich alle fragen, was machst du denn da? Ja, und ich werde sagen, ja, pff. Ich werde jetzt gleich die Tempelsteuer bezahlen. Ja. Jawohl. Ja. So machen wir das also. Ne? Aber dieses Wesen von Jesus, letztendlich dieser Gedanke, der in Matthäus 17 mitschwingt, weil der Petrus das da schon hören durfte, in Vers 5, als er noch redete am Berg der Verklärung, hat der Petrus geredet.
Und sagt, das ist eine super Sache, hier ist es tipptopp, Jesus, hier bleiben wir, es ist ein Bombenplatz, hier bauen wir ein paar Hütten hin, das ist so schön. Und während er noch redete, gute Gedanken hatte für die weitere Zukunft, spricht Gott der Vater und sagt, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören, auf ihn sollt ihr hören. Jesus wird einige Kapitel vorher im Matthäus-Evangelium sagen, die sind's, die in Ewigkeit eingehen werden, die meine Worte hören und sie tun. Die Juden, die das lasen und hörten, die verstanden das, weil Jesus spricht das Schema Israel an. Ein intelligentes Hinhören, so kann man es übersetzen, dieses Höre Israel, sein intelligentes Hinhören mit der Willigkeit, das Gehörte in die Tat umzusetzen. Und das sagt Jesus letztendlich da auch, wenn es sagt, wer meine Worte hört und sie tut. Also er sagt von sich auch in dem, ich bin der Gott Israels. Und ihr wisst, dass es gut ist, wenn ihr seine Worte hört, sie auch tut, weil dann werdet ihr Wunder erleben. Für euch selbst und für all die anderen. Und das ist dieser Gedanke, den dann letztendlich Jesus in Lukas 5, den Petrus mitgibt. Und der Petrus sagt in seinem Bodle auf dem See Genezareth, auf dein Wort hin, Jesus, werfe ich die Netze aus. Ich weiß auch nicht ganz genau, was dabei rauskommt, aber ich tue es einfach. Vielleicht hat er auch nur gedacht, oh, bevor der jetzt weiter so freundlich mit mir redet, mache ich es einfach. Da habe ich den hinter mir. Aber ich glaube, er hat wirklich gespürt, der meint es ernst mit mir, der Jesus. Der will wirklich, dass ich erfahre, dass er dieser Messias ist, dieser Heiland, der für mich sorgt. Und dann mache ich es einfach. Und es hat ihn dann dazu geführt, diesen Petrus in Johannes Kapitel 6, als alle von Jesus weggingen. Und Jesus sagt, Leute, wer noch gehen will, der darf gehen. Jesus, der Meister in Anti-Advertisement, ne? Also er hat sich nicht selbst vermarktet. Er sagte, wer gehen will, soll gehen. Und der Petrus sagt, wo sollten wir hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Es dauert manchmal, bis sich das einschleift ins Herz. Und hier lernt Petrus diese Sachen, dieses Einstehen fürs Evangelium. Weil Jesus das Evangelium ist und das Evangelium spricht zu ihm und sagt, geh und fang den Fisch. Kann ich das überhaupt? Ängste, Zweifel, alles Mögliche. Kannst du nicht? Kannst du nicht. Aber ich kann, sagt Jesus. Ich kann. Und ich glaube, der Petrus hat ihn bis zu dem Punkt schon ein bisschen mehr kennengelernt. Jetzt bin ich mal gespannt, was dann kommt. Und man kann dann sagen, das habe ich mir aufgeschrieben, tu einfach, was er dir sagt und erlebe, dass er immer das tut, was er sagt. Tu einfach, was er dir sagt, was Jesus dir sagt. Und erlebe, dass er immer das tut, was er sagt. Im Psalm 115, Vers 12 steht, Gott wolle an uns denken, er will an uns denken und er will uns segnen. Er will. Erklär das Ziel Gottes, er will. Er will. In Jeremia 31 las ich heute Morgen so ein wunderschönes Wort. Lass dein Schreien und Weinen und die Tränen deiner Augen, denn deine Mühe wird belohnt werden, spricht der Herr. Deine Mühe wird belohnt werden, Petrus. Tu einfach, was ich dir sage. Und so wie es einer mal sagte, ich habe kein Problem mit dem, was ich nicht verstehe, sondern ein Problem mit dem, was ich verstehe. Das einfach zu tun in Jesus. Aber wenn wir es tun, ihr Lieben, dann wird es vertieft in unserem Leben und wir stellen fest, Jesus sagt wirklich Ja zu mir. Und deswegen der Schlussgedanke hier, kümmere dich einfach ums Reich Gottes, weil dazu bist du berufen durch den Geist Gottes, wenn du ein Christusmensch bist. Weil der unendlich reiche Gott kümmert sich um dich. Und das sagt Jesus. Deswegen kann er sagen,
Suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Und euch wird alles andere gegeben werden. Euch wird alles andere gegeben werden. Und ich sage es euch gerne nochmal, sagt Jesus. Euch wird alles andere, was ihr wirklich zum Leben benötigt. Nicht, was ihr haben wollt unbedingt immer, aber was ihr haben sollt, es wird euch gegeben werden. Und mehr, als dass ihr meine Kinder seid, Kinder des Höchsten, des Königs aller Könige, ausgestattet mit allen Segnungen oben im Himmel und hier auf der Erde, mehr gibt's nicht. Mehr gibt's nicht. Gibt's auch wirklich nicht. Aber vorenthaltet euch das selbst nicht, ihr Lieben. Und manchmal ist es so, dass wir uns das selbst vorenthalten, indem Jesus was spricht und ich das einfach nicht tue. Ich tue es einfach nicht. Und das Gute an Gott ist, dass er uns immer wieder zurückholt. Wie bei so einem 100-Meter-Läufer. Du kannst ja beim Hürdenlauf, du kannst ja bei der 5. Hürde ansetzen und sagen, ich bin im Ziel, kaum geschwitzt. Nee, wir fangen ganz von vorne an. Nur lernen wir heute mal die 4. Hürde zu überspringen. Und dann gehen wir bis zur 1. vor. Du sollst erleben, was das bedeutet, den ganzen Lauf gelaufen oder gerannt zu sein in der Kraft Gottes. Du musst keine Abkürzungen nehmen. Gott sagt ja. Herr Jesus, ich danke dir, dass es stimmt. Du bist das Ja Gottes, das Ja des ewigen Gottes, des Schöpfers des Universums zu dieser Welt. Zu mir, zu meinen verlorenen Herzen manchmal, und ich möchte dich preisen, dass du es gefunden hast, dieses Herz. Und du hast es belebt mit deinem Heiligen Geist und du hast was getan in meinem Herzen, das ich selbst nie für möglich gehalten hätte. Du hast mein Herz willig gemacht, den Willen Gottes zu wollen. Und ich möchte dich preisen darüber, Herr. Und möchtest du schenken, wirklich schenken, dass wir nicht einfach nur so Systemrevolutionäre sind, sondern dass in unserem Leben, ich möchte es mal so nennen, das System des Kreuzes sichtbar wird. Die Herrlichkeit Gottes, die Treue Gottes, die Wahrheit Gottes, die Gütigkeit Gottes, die verändernde Kraft des lebendigen Gottes durch dich, Herr Jesus Christus. Amen.